Vasili, kommen Sie mit! Wollten Sie nicht auch immer schon mal Ihren Chef mit alten Kartoffeln bewerfen? In Call of Duty 2 geht das. Hier, nehmen Sie das, Herr Leutnant. Ach, das könnte ich den ganzen Tag machen. Auch mobile Artillerie! Ein deutscher Angriff formiert sich im Südosten. Naja gut, vielleicht auch nicht den ganzen Tag. Hören Sie, Genossen, im Osten, im Keller eines Hauses... Wenn natürlich die Deutschen angreifen, dann weg mit den alten Kartoffeln und raus mit dem blauen Boden. Sie können immer nur zwei Schusswaffen gleichzeitig tragen, am besten einen Karabiner und eine Maschinenpistole. Außerdem haben sie noch 4 Rauch und 4 Handgranaten im Gepäck. Sie haben es bestimmt am Akzent gemerkt, wir sind hier gerade in Russland, in Stalingrad um genau zu sein, und hier lauert uns ein deutscher Scharfschütze auf. Scharf schießen, das können wir auch, nur wissen wir leider nicht, wo sich der Bursche versteckt. Also hilft uns Kamerad Pavel weiter. Ja, Genosse! Wo das jetzt herkam, haben wir nicht mitgekriegt, also Dimitri fragen. Dritter Stock, graues Gebäude! Sie sehen, ihre Kameraden verraten ihnen die Positionen von Feinden. Das ist natürlich sehr praktisch. Guter Schuss, Genosse! Da ist eine MG42! MG42, rotes Gebäude, dritter Stock! Abgesehen von diesem Battle Chatter, das heißt so viel wie Schlachtgeschwätz, ist die KI allerdings nicht sonderlich clever, wie Sie hier sehen. Granate hin, die bleiben einfach stehen. Deshalb können sie die Gegner auch oft genug einfach nur umboxen. Mit gegnerischen Fahrzeugen geht das natürlich nicht so leicht, da brauchen sie schon echt harte Fäuste, um nicht zu sagen Panzerfäuste. Er braucht Hilfe! Er wurde getroffen! Natürlich haben nicht nur die deutschen Fahrzeuge, auf Seiten der Briten kämpfen wir uns durch Nordafrika. Da haben wir Panzer dabei und die haben nette Spitznamen wie Lucky Lucy, Greta Garbo oder Angela Merkel. Ah, nee, anders. Nutzt die Deckung der Panzer aus, während wir uns dem Graben nähern. In dieser Mission dackeln wir noch brav neben den Panzern her, die uns dabei helfen, eine deutsche Stellung zu stürmen. Aber in der nächsten Mission fahren wir die Dinger schon gleich selbst. Wir selbst kontrollieren die Fahrtrichtung des Panzers und das Hauptgeschütz. Außerdem haben wir noch einen KI-gesteuerten Kameraden an Bord, der das MG bedient. Sie sehen, so richtig schwierig ist das jetzt hier gerade nicht. In Call of Duty 2 gibt es mehrere Passagen, die eher so an, na, sagen wir mal, Moorhuhnjagd erinnern. In denen mähen sie ganze Divisionen deutscher Soldaten nieder, ohne selbst einen Kratzer abzubekommen. In Sachen Atmosphäre ist Call of Duty 2 ohne Zweifel ein Renner. Für die Spitze des Genres reicht's trotzdem noch nicht, denn die KI schwächelt so ein bisschen und Handlung gibt's quasi auch keine. Gut, es gibt zwar keine Handlung, dafür gibt's 3 sehr spannende Kampagnen, die sind alle sehr abwechslungsreich und machen Riesenspaß.